Die Zeit des Wohlfühl-Trashs ist auch schon wieder vorbei, weil in dieser Folge wird es ein bisschen anstrengend, ein bisschen laut, ein bisschen aggressiv, aber vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam. Und deswegen freuen wir uns auf die 7. und 8. Folge von Reality Backpackers. Woo! Ja, um euch nochmal ganz abzuholen, was ist derzeit die Prämisse? Die Kandidaten sind ja in Teams unterwegs, um die Wildnis zu erkunden. Keine Ahnung, was das war, das haben sie aber erstmal beiseite gelassen, weil sie haben alle Geld geklaut am Anfang der Sendung. Und nun kamen sie alle zusammen und die Produktion sagt, gibt das Geld zurück und eine Strafe, die ihr zahlen müsst. Alle haben brav das Geld zurückgegeben, außer Tommy. Der denkt, der hat einen Vorteil, wenn er jetzt alle anlügt und das Geld nicht zurückgibt. Und das wird wie ein bisschen Streit jetzt verursachen. Wir hoffen, dass es nicht lange dauert. Ja, aber die Hoffnung stirbt auch relativ schnell. Wer sich den ganzen Spaß natürlich reinziehen will, kann das auch gerne machen auf Join. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Aber auch gerne diesen Kanal hier abonnieren. Wir haben gemeinsam Spaß und können uns das in kürzerer, geballter Länge voll humorvoll reinziehen. Und das machen wir jetzt. Ich weiß einfach, ich muss so viel Geld haben wie möglich, um durch diesen Land zu kommen. Und deswegen wird der Tommy das jetzt nicht zurückgeben und versteckt sich bei richtig guten Verstecken. So hinter einem dünnen Baum oder einem kleinen Strauch. Und er ist wie so ein Junge, so 7 Jahre alt, der sich denkt, boah, hier entdeckt mich niemand, weil ich sehe sie schlechter, also sehen sie mich auch schlechter. Wir sehen auch schon wieder nichts, Freunde der Sonne. Wie viel muss ich zurückgeben? Alles. Ich habe alles investiert, wir haben nichts mehr, wir haben nichts mehr. Bist du doof, als ob wir das jetzt sagen können? Lena möchte also schon mal nicht mitspielen und Tommy aber so, nein, wir haben alles ausgegeben, das glauben die uns bestimmt. Die anderen haben nichts ausgegeben, aber wir haben zufällig Tausende von Bats ausgegeben, Leute. Hör auf zu lügen, ich meine das ernst, ich kann das nicht. Das ist keine Lüge, du sagst einfach die Wahrheit nicht, okay? Was sagst du denn jetzt? Wir geben ein bisschen zurück dann. Ja, wie viel denn? Boah, nein, ich kann das nicht. Nein, ich kann das nicht. Hör auf damit. Lena, willst du eine Massage? Ja. Ja, oder? Willst du gemütlich auf eine Matratze schlafen? Ja. So, wir müssen notlügen. Wir lügen nicht. Wir müssen notlügen. Wir lügen nicht. Allerdings wirst du jetzt mit dem Geld dir keine Massage leisten oder eine gemütliche Matratze, sondern Lebensmittel im Bestfall kaufen. Und selbst dafür haben die das Geld irgendwie sichtbar noch nicht so viel ausgegeben. Man kann es also einfach zurückgeben. Lena ist vorhin nicht im Team, aber Tommy so, nee, wir müssen die jetzt auch noch weiter bescheißen. Wir müssen schummeln. Anders geht's nicht. Wo ist Tommy? Wenn du ihr jetzt nicht das Geld zurückgibst, dann viel Spaß. Ich habe damit nichts zu tun. Guck mal, die ist schon richtig aggro. Junge, ich wollte schon 2000 geben. Da muss man nicht schreien, einfach abgeben mit Sorge. Ja, aber Kommunikation ist null. You're still screaming. Sorry, immer schreien, schreien, schreien. Ja, aber Kommunikation ist ja null. Ja, aber schreien hilft da nicht. Vor allem Christina schreit ja auch immer und alle sind so, oh. Girl, nur weil du brüllst, hört dir nicht jemand mehr zu. Vor allem will man dir dann auch nicht mehr zuhören. Aber es ist auch irgendwie die einzige Art, wie Christina reden kann, ne? Ach, Mann. Schade. Das war's, 4.900. Das ist plus 1.000 Euro. Plus 1.000 müsst ihr Strafe zahlen. Von euch, ja. Ja, boah, mach einfach. Ohne Witz, ich hasse dich gerade. Mach. Hast du gar nicht so ja, viel Ja, der ist so dumm. Ich hab gar weißt du, was er zu mir gesagt hat die ganze Zeit? Ich hab so viel Geld, ich kauf uns alles. Jetzt ist Tommys Taktik zu sagen, Leute, ich habe die ganze Zeit nur angegeben, dass ich viel Geld geklaut habe, aber ich habe nicht so viel Geld geklaut und das, was ich geklaut habe, schon ausgegeben. Und alle so, Tommy, das ist ja jetzt echt doof irgendwie. Weiß jetzt, ob die Produktion das nicht auch nachgezählt hätte, gecheckt hätte. Aber nein, die sind jetzt auch alle auf dem Trichter. Also die glauben immer noch ein bisschen zu schnell. Lügner! Ja, Sebastian, du bist ein Schwätzer, Junge, bist du dachtest du, du wärst cooler als ich? Christina, niemand denkt, dass man cooler wäre als du, weil niemand darüber nachdenkt, wie cool du bist. Aber ja, natürlich bezieht sich das sofort auf sich irgendwie. So, hä, du hast gedacht, du hast mehr Geld geklaut als ich, ich bin die coolste hier. Okay, ja, Leute, ihr merkt schon, es baut sich langsam ein bisschen was auf, es könnte jetzt gleich explodieren. Ja, ich schwöre, der hat einfach übertrieben die ganze Zeit. Christina. Der hat zu mir gesagt, wir haben das schönste Leben. Christina. Ich vertraue dir nicht, halt's Maul. Das ist wieder das Zeichen dafür, dass man Männern nicht vertrauen kann. Ich hasse es, wenn man mir als Frau was vormacht. Das ist so dieses typische Männerding. Warte, kurze Frage. Glaubt jetzt Lena auch, dass Tommy gemeint hätte, mehr Geld geklaut zu haben, als er geklaut hätte und jetzt wirklich kein Geld mehr hat? Also spielt sie jetzt einfach plötzlich doch mit? Oder ist sie jetzt auch so doof und glaubt ihm das? Hä? Ich steig doch nicht ganz hinter. Verstehst du? Nein. Da, hier, Tara, da, Tara, hier. Komm. Was ist das jetzt? Auch gestohlen? Ja, das ist. Oder ist das das Private? Das ist das Restliche, komm. Oh, und Tommy hat dann doch zum Glück noch aufgegeben und das gestohlene Geld zurückgegeben. Allerdings noch nicht die 1000 Euro Strafe, sondern nur das gestohlene Geld. Zum Glück ging das doch schneller als gedacht. Irgendwann hat Tommy sein Geld rausgerückt, ja, aber ich habe trotzdem ihm nicht vertraut und habe trotzdem meine ganze Tasche aufgemacht und habe alles durchsucht.
Sogar seine hässliche Unterwäsche habe ich rausgenommen. Boah, was fällt Christine eigentlich auch ein? Also wenn die sich jetzt einfach meinen Rucksack nehmen würde, um ihn zu durchwühlen, denke ich mir so, Girl, was denkst du, wer du bist? Was machst du da? Aber die so, nein, ich habe das Recht dazu, weil ich bin Christine und vertraue ihm nicht. Okay? Okay. Okay. Da ist alles mit, ich habe nicht mehr. Nein. Ich habe nicht mehr, nur mein Stolz habe ich noch. Ich bin komplett durcheinander. Psychisch macht mich sowas echt fertig. Ich hasse Streit. Linda, ich zahle die Strafe von meinem Geld. Cosimo, Melody wird ausrasten. Nein, nein, ich habe wie ich Melody am halbe gemacht. Ich kann mein Geld selber machen, was ich will. Oh Gott, und Cosimo denkt jetzt, Tommy hat wirklich kein Geld mehr und kann die Strafe nicht bezahlen. Damit es keinen Streit mehr gibt, will Cosimo die Strafe bezahlen. Cosimo, nein. Cosimo, sei nicht so naiv. Cosimo, kann denn jemand bitte Melody an die Hand nehmen? Hoffentlich hat sie ihm irgendwann das Geld mal weggenommen. Einmal dieses möchte gern gut tun. Ich bin da, nur weil die Kameras da sind. Haben wir da eine Schnauze? Was laberst du für eine Scheiße? Nein, nur weil du dein Geld hast, brauchst du nicht auf Engel tun. Nein, behalte dein Geld für dich wie selber. Redest du aber mit du mir, Alter, rede mit mir nicht da so. Sein. Du redest, dann wunderst du dich. Ich dachte, ich werde. Weil du einfach scheiße laberst. Okay, und Christina rastet jetzt aus, weil Cosimo angeboten hat, das Geld zu zahlen. Sie so, das ist voll die Fake-Nummer und beleidigt ihn komplett. Also ich glaube, die ist langsam ein bisschen mehr in Rage geraten und sie wird jetzt langsam noch mehr durchdrehen, weil sie sucht das Geld jetzt und das Geld ist nicht da. Das von den anderen Leuten, also es hat sie eigentlich einfach nicht zu jucken, aber sie dreht durch. Die haben alle die gleichen Knacks in der Birne. Gut, tu nicht auch noch gutherzig, wenn du ein Blöffer bist. Ich bin doch nicht Blöffer. Doch, geh mal abspecken. Alter, was ist mit der los? Geh mal abspecken. Geil, auch noch Bodyshaming hinterher, auch noch direkt die ganzen Beleidigungen durch. Christina, einfach ein guter Mensch, ne? Durch und durch. Ist das anstrengend. Vor allem, weißt du, sie ist sauer auf Tommy, sie ist sauer. Ich glaube, sie ist einfach immer nur sauer auf sich und haut dann die ganze Zeit raus und muss irgendwie ihre Wut, weil so viel da ist, irgendwo anders rauslassen. Und die Armen drumherum klingt es dauernd ab. Hör auf! Mist. Oh. Sag nicht zu mir, Mist. Guck dich selber an! Das mal ganz kurz. Also Christina beleidigt alle Leute auf der ganzen Welt in einer Tour. Und sobald man sie zurückbeleidigt, ist sie immer so, sag sowas nicht zu mir, das sagt niemand zu mir. Ja, wie es in den Wald hineinschaltet, ne? Unangenehm! Ich bin die Ehrliche, die korrekt ist und die jedes Mal von jedem ge*** wird! Korrekt, du hast auch 8.000 gestohlen. Ja und, aber ich habe mein Geld abgegeben. Naja, aber auch als du es solltest, ne? Also du musstest dazu gezwungen werden und du hast Geld geklaut. Und die stellt sich jetzt als Heilige dar, die auch die Wächterin über die Geldkasse ist. Das ist so, die nimmt sich immer irgendwas heraus. Und ich finde, das ist, also Tommy ist kindisch, dass er einfach sein Geld nicht zurückgibt und diesen ganzen Streit verursacht. Aber Christina ist einfach so, die denkt, die ist ein Boss-Girl und einfach nur eine kleine Maus, die nichts kann. Ich gebe jetzt aus meiner Schutzmarke. Ich habe keinen Blick zu tun. Tara? Ja. Ich habe noch Kohle. Ja, irgendwann nach Ewigkeiten ist dann die Lena zu mir gekommen und hat mir auf einmal aus ihrer Reisetasche die 1000 Baht gegeben. Weil, das ist jetzt das Beste, Tommy hat einfach Lena das ganze Geld zugesteckt heimlich vorher und gesagt, ja, in meiner Tasche ist nichts. Und dann haben sie Tommys Tasche durchwühlt, das Geld nicht gefunden und waren so, ja, wo kann das denn sein? Ja, hätte auch keiner jetzt ahnen können, dass es bei Lena versteckt ist, ne? Hätten sie mal auch ihre Tasche durchwühlt und die Privatsphäre komplett missachtet, Leute, hier. Tommy, sie hat das jetzt geklärt. Wer? Ja, Lena. Warum klärt das Lena, wenn er doch der Mann ist? Aber ist doch egal. Was hat das jetzt damit zu tun? Nur weil Tommy der Mann ist, heißt es nicht, dass Lena es nicht klären kann? Christina, was ist bei dir? Bist du nicht selber auch immer so, Ladies sind stark, Boss-Ladies, krasse Girls und jetzt so, hä, aber Tommy ist doch der Mann, wie kann denn Lena dann so krass sein? Das geht ja nicht. Hä? Ich bin einfach nur verwirrt. Ich habe meine Schulden beglichen, deswegen nehme ich jetzt meinen Teampartner und gehe. Gute Reise noch an alle anderen. Wo ist meine Ding, meine Bauchtasche, dieses Kleine? Keine Ahnung, hast du ein Oberteil? Und Melody auch wieder so ein bisschen, ich bin hier raus, ich habe gar keinen Bock auf diesen Streit. Ich nehme hier mein Riesenbaby, hast du auch alles eingepackt? Hast du dich eingecremt? Hast du dein Oberteil? Wir gehen los. Ja, und in der Bauchtasche von Cosimo ist sein ganzes Geld und rein zufällig ist Melody voll egal, wo diese Bauchtasche ist. Du aber auch. Aber deswegen. Ja. Du aber auch. Weil ich dich f***en wollte, weil du mich in der letzten Show gef***t hast, Bruder. So werden offene Rechnungen beglichen. Es geht um darum, dass es jedes Mal wieder diese Verarschung aber das sind nicht meine Freunde. Wir alle sind keine Freunde. Nein. Lass dich doch nicht vielleicht siehst du mich nicht als Freundin. Ich habe ihn also als Kollege gesehen. Aber und dich damit anscheinend ein bisschen wieder geirrt, Christina. Ich liebe jetzt aber auch diese Argumentation. Christina nennt ihn Blöffer und Verarscher. Er so, ja, aber du doch auch. Und Christina so, ja, aber ich wollte dich ja auch mal reinlegen hier. Ja, sorry, dass Tommy dann wieder ein bisschen besser war als du, Christina, ne? Schade. Es geht auch um real, real sein. Ja. Es geht um kein Spiel. Es geht um kein Spiel. Du Mann!
Ich renne. Ich spring ins Wasser. Ich schwimme auf die andere Insel. Es ist einfach verlogen! Oh mein Gott, ja. Leute, das ist wirklich... Man muss das Schlimme ist, diese Folgen sind... Ich mache ja immer Doppelfolgen. Und die erste Folge bestand nur aus diesem Streit, aus diesem Geldproblem. Und wie jetzt Christina komplett durchdreht. Also komplett die Fassung verliert, komplett die Beherrschung verliert, alles rauslässt. Und ich denke mir auch immer so, ey, selbst wenn ich einfach gar keine Impulskontrolle hätte, könnte ich nicht so ausrasten, weil... Wie viel Wut ist dahinter? Das ist eine tückische Frage. Zu diesem Zeitpunkt sah sich das Produktionsteam gezwungen, in die Geschehnisse einzugreifen, um die Situation zu deeskalieren. Und das Produktionsteam deeskaliert die Situation mit, oh nein, die Christina, ich glaube, die braucht einfach mal eine kleine Umarmung. Ob das geholfen hat, ich bin mir nicht sicher, aber hoffentlich. Bleib ruhig, bitte. Nachdem Christina beruhigt wurde, wurde die Party aufgelöst und der Dreh zum Schutz der Kandidaten abgebrochen. Die Teams wurden durch die Produktion über ihre nächsten Schlafplätze informiert. Zum Schutz der Kandidaten wurde der Dreh abgebrochen, weil Christina ausgerastet ist. Sollte man da eventuell noch mal ein bisschen mehr Tacheles reden und sagen, Christina ist so aggressiv geworden, dass man die anderen Personen, anderen Kandidaten gedacht hat, dass sie in Gefahr sind? Eventuell sollte man Christina doch ein bisschen ausschließen aus der Situation, weil das ist einfach nicht mehr normal. Ja, verstehe ich nicht. Habe ich kein Verständnis für. Woher weißt du, ob Tommy wirklich keinen Cent mehr in der Tasche hat? Ich glaube, du bist wieder zu gutmütig. Nein, aber wenn er sieht, ich will gerade mit meinem letzten Geld ihn noch retten. Und trotzdem würde er dich mit der Matratze einsetzen. Nein, würde er nicht. Trust. Nein, yes. Würde er nicht. Doch, würde er. Und Cosimo ist einfach wieder zu gutgläubig und naiv. Und zum Glück ist Melody dabei und kann ein bisschen mit dem Waschlappen der Realität bam, bam, links und rechts Cosimo das drüber geben, weil ich glaube, der versteht es einfach sonst nicht. Verstehst du das nicht? Mhm. Du verstehst das nicht. Cecilia und Louis sind am weitesten von ihrer Originalroute abgekommen. Daher werden sie mit dem Jeep gen Osten gefahren. Also war jetzt auch das Backpacking, die sind rumgelaufen wieder, wurden vom Autos eingesammelt, um sich zu treffen, um sich alle anzuschreien und dann wieder mit den Autos zurückgebracht zu werden. Boah, das ist so einfach realitätsnahes Backpacking, oder? Ja. Ja, ist ja so. Was da abgeht, war zu viel. Ich kann jemandem was... Unloyal. Loyalität. Ich gebe euch alle Loyalität. Was für Loyalität, Mann? Sissi. Boah, haben die keine Freunde, bei denen die Loyalität zeigen können? In einem Format, wo es um Spielen geht und wo es um Gegner. Die eine heult den ganzen Tag, die eine schreit den ganzen Tag. Und die andere regt dich den ganzen Tag auf. Und Luis so, hallo, beruhig dich doch mal bitte. Ich meine, ein bisschen recht hat Cecilia auch nichts. Also, was ist mit Christina durch da wieder? Aber ja, Luis ist auch noch komplett verzweifelt langsam. Jetzt guck, wir haben Ruhe. Wir genießen aber sie. Aber auch langweilig. Cosi, befreu dich doch einfach mal über Ruhe. Es ist sehr viel besser als dieses Reality-Star-Zeug, was ich heute wieder erlebt habe. Verständlicherweise. Und ich finde es auch, um einfach wieder Ruhe zu haben nach diesem ganzen Streit. Ich würde es so entspannen, mich freuen. Aber Cosi muss nach 5 Minuten irgendwie auch schon super langweilig hier. Aber können wir mal ganz kurz drüber sprechen, wie viele fucking Bananen die gekauft haben? Guckt euch mal diesen Tisch an. Also da ist das Geld draufgegangen, ne? Also komm, hat Melody das Geld in der Hand, ist sie so, Bananen, das machen wir jetzt. Aber weißt du, was halt krank wäre? Sandwich Maker so. Ah, oh mein Gott. Aber schön hier. Ich höre auch diese Ruhe. Weißt du, das entspannt mich dann. Weißt du, wie ich das jetzt wertschätze? Weißt du, was Ruhe ausmacht, Sissi? Hm. Dass man gar nichts hört. Der war gut. Das war ein guter Moment. Und Cecilia so, da will ich jetzt einfach mal stehen. Christina und Tara hatten allerdings zu ihrer Übernachtungsmöglichkeit noch einen längeren Weg und, naja, einige Hürden zu gehen. Nein, ich kann gar nicht, ich habe Höhenangst. Ich habe selber Höhenangst. Halt bitte an meiner Tasche fest, nicht, dass du rollst, ich schwöre. Halt fest. Ich habe Höhenangst. Komm, wir müssen ein Team sein. Halt fest. Ja. Oh mein Gott. Nicht, Christina. Kurze Frage, es ist ja eine steile Straße anscheinend, aber links und rechts scheint ja auch einfach Gewächs zu sein und überhaupt. Wie kann man da Höhenangst haben? Also das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil die Straße so steil ist? Nee, I don't get it. Gar nicht. Ich bin wirklich froh, dass ich so eine tolle, ehrliche, loyale Teampartnerin habe, die auch so ein großes Herz hat. Bin sehr happy mit dir als Teampartnerin. Auch wenn ich so aufbrausend war, aber es nicht zu muss mir. So sein. Du verstehst es, du kommst aus diesem Business. Und da muss man manchmal einfach komplett die Beherrschung verlieren, komplett ausrasten, dass die Produktion eingreifen muss. Du verstehst das, das ist in diesem Business so. Okay, hat also auch Tara nicht mitbekommen, wie Christina auch ausgerastet ist, dass sie sagt, voll die nette, mit einem großen Herz, Teampartnerin, super toll. Wow! Und können wir bitte auch nochmal ansprechen, dass letzte Folge Tara sich mit Cecilia gestritten hat und rumgeheult hat, dass niemand für sie in die Bresche springt. Aber kaum rastet Christina aus, ist sie danach so, ja, du warst ja nicht zu mir böse, ist mir doch egal. Ja, cool Tara, merkt man, warum auch bei dir niemand helfen wollte, ne? Man hat doch so auf den Sack hier mit dieser scheiß fucking Doppelmoral! Machst du mir bitte die Tür auf? Nein, wir sind im Krieg, kannst du selber machen. Das ist gar nicht witzig.
Machst du mir bitte die Tür auf? Den Reißverschluss hochziehen. Aber ja, jetzt ist da Stress, weil Tommy wollte das Geld ja nicht abgeben und Lena ist ihm quasi in den Rücken gefallen. Oh no. Unser erster Streit. Hallo, du kannst heute draußen schlafen. Also nimmt doch wenigstens noch die Matratze raus. Dann kann er die auch noch mal ein bisschen aufpusten und weiß endlich, wie es ist, auf einer gepolsterten Matratze zu liegen. Ich hoffe, dass ich die anderen nicht mehr sehen muss. Ehrlich jetzt. Ja, wir müssen uns vielleicht noch wohl entschuldigen. Aber ich muss mich für nichts entschuldigen, weil die haben mich belogen. Ich hasse Lügner. Ah ja, und das rechtfertigt natürlich, dass du komplett ausrastest. Das ist auch vollkommen im Verhältnis. Vor allem auch nur Tommy hat gelogen. Alle anderen waren komplett normal und nett. Und trotzdem hat Christine die alle zusammengeschlissen. Also, ich glaube, die kann auch irgendwie nicht trennen, ne? Nee. Wie wir hier einfach wie ein Trauerkloß. Du liegst da? Ja. Ja, komm doch hier. Ich kann gerade nicht, Tommy. Komm doch. Ich bin fertig. Ich bin hier ganz verloren. Oh, und trotzdem blieb auch Lena dann erstmal ein bisschen im Zelt und Tommy blieb dann draußen sitzen und jetzt frage ich mich kurz, hat Tommy wirklich draußen geschlafen oder ist er irgendwann noch zu ihr ins Zelt gegangen? Und die haben sich dann wieder vertragen. Also ja, das Flirt-Tipp muss sich doch eigentlich vertragen, ne? Ficke! Also ohne Witz, da sind voll viele Sterne in mir. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Kennst du das Lied? Ja. Das war das Lieblingslied von meiner Oma. Ja, und wer kennt dieses Lied denn bitte nicht? Das kennt doch einfach jeder, oder? Aber Lena denkt bestimmt auch so, boah, das war so ein Secret-Tipp von ihrer Oma, ne? Mhm, klar. Wir müssen ganz kurz über was Wichtiges sprechen danach hier. Worüber? Wie viel Geld wir übrig haben. Ich will gerade gar nicht mit dem reden, ich will wirklich nur duschen. Ich will aber mit dir reden, Freundchen. Gestern hast du unser ganzes Geld abgegeben, als ob es nichts wäre. Das ganze gestohlene Geld und die Strafe einfach so abgegeben. Lena, du Gemeine. Stell mir vor, Tommy hat das noch Stunden durchgezogen, also ganz, wir hätten die nächsten 4 Folgen davon zehren können. Danke Lena, sage ich da eher, ne? Ganz am Anfang dachte ich, dass es vielleicht nicht so einfach ist mit Cosimo. Ich habe ihn ja sogar ein Handicap genannt. So, jetzt sieht's gut aus. Und spätestens seit gestern weiß ich, dass dem absolut nicht der Fall ist. Naja, ich würde Cosimo trotzdem irgendwie als Handicap bezeichnen. Er hat auch seine guten Seiten offensichtlich und auch seine Vorzüge als Teampartner. Aber er wollte auch Tommy gestern 1000 Baht einfach bezahlen und ist komplett naiv und auch manchmal ein bisschen wehleidig. Also das, er hat auch seine Schattenseiten, hat aber auch seine guten. Ja, unser Ziel ist es, vom Club der Loser auszusteigen und ins Club der Gewinner reinzukommen. Guten Morgen, Backpacker. Geld allein macht nicht glücklich. Das haben wir gestern gesehen. Bislang haben nicht alle von euch gesunden Team Spirit gezeigt. Jetzt werden die Karten neu gemischt. Aber nur die Männer haben die Wahl. Warte, was? Karten werden neu gemischt, Team Spirit, bla bla bla. Heißt es, die Männer müssen jetzt irgendwie sich eine neue Teampartnerin wählen? Hä, hey, warte mal, es gibt 3 Männer und 5 Frauen. Wie gibt's da noch ein... Hä? Oh Gott, das ist jetzt wieder verwirrend. Also habe ich das nicht verstanden. Ihr müsst euch jetzt eine neue Lady... Also ich darf nicht mit Lena bleiben. Um mit ihr der Villa näher zu kommen. Der Mann des südlichsten Campingplatz beginnt. Tara und Christina sind als reines Frauenteam nicht wählbar. Wow, warum kriegen sie dann überhaupt die Informationen? Achso, damit die wissen, dass die Teams weg sind, immerhin. Okay, cool, aber ist das nicht auch jetzt mega schwachsinnig, weil sie sollen als Team das Backpacking schaffen und jetzt wechseln sie alle durch? Vielleicht, weil die Teams zu harmonisch geworden sind, weil Cosimo und Melody mögen sich jetzt und auch Lena und Tommy mögen sich zu sehr und da haben sie gedacht, nee, wir wollen da ein bisschen Stress reinbringen? Ich verstehe den Sinn nicht ganz. Ich mag sie. Sie ist korrekt. Soll ich jetzt halte ich meinen Maul, sonst heule ich wirklich. Mit kleinen Puppis hier. Oh, und Tara und Christine haben sich auch irgendwie angefreundet. Oder sie kommen irgendwie miteinander klar. Irgendwie sowas. Mein neues Teammate ist Melody. Ich freue mich, dass ich mit Melody zusammen im Team bin. Joa, ich glaube, Melody freut sich allerdings nicht, mit dir zusammen im Team zu sein, weil du ja der große Troublemaker bist. Allerdings, die Kombination Cecilia und Tommy wäre jetzt auch interessant geworden, oder? Auch Luis bekommt eine neue Teampartnerin. Allerdings ohne Wahl. Ich kann gar nicht wählen. Ich kann einfach nicht wählen. Das Wort wählen ist natürlich für einen Hugo. Ja, aber viel Spaß mit Lena. Wird dann auch eine interessante Kombination. Und witzigerweise, selbst Cecilia und Luis sind, glaube ich, nicht so ganz angetan jetzt davon. Winterfutzig, was soll das? Du musst Lena nehmen. Ja, das sage ich ja die ganze Zeit. Ich muss die Lena nehmen. Ich möchte das aber nicht. Ja, was kann denn jetzt ich dafür? Gib mir nur das Bild. Mann,
Du kannst Lena haben. Ich finde das wirklich sehr schade. Das finde ich irgendwie ein bisschen süß. Also dafür, dass sie sich eigentlich die ganze Zeit anmeckern und dass Cecilia mit Luis die ganze Zeit rumschnauzt, haben die auch irgendwie, glaube ich, jetzt ein bisschen gebondet und haben sich jetzt richtig gut verstanden und jetzt werden die einfach alle auseinandergerissen. Gerade wenn man wieder ein bisschen Harmonie hat, sind sie so nö. Ey, Mann. Oh, warum so melancholisch? Damit kann ich nicht umgehen. Zwischen Lena und mir war halt nicht nur freundschaftlich und deswegen. Da hat sich quasi schon etwas angebahnt. Gefühle haben sich entwickelt. Der Streit gestern vergessen. Und im warmen Kern mochten die sich auch. Hast du es verstanden? Ja. Yeah. Wir sind kein Team mehr. Na toll. Ich bin richtig krass traurig, ich könnte gerade heulen. Ach, das ist irgendwie die witzigste Story. Das da ist wirklich am meisten so am Anfang Probleme gewesen. Die sind jetzt auch so, nein, ich kann dich doch nicht verlassen. Und ich bin mir nicht sicher, ob Melody kurz davor war abzubrechen, aber die war so, oh, das ist jetzt hart hier. Wir haben alles ganz gut hier. Wir haben das bis hierher alles zusammen gemacht. Ja, das ist voll unfair jetzt. Und jetzt muss ich mit irgendeinem Tommy, der Geld unterschlägt, oder irgendeinem Luis, an dem das mit Abstand coolste seine Outfits sind, rumhängen. Das will ich nicht. Okay, das bei Luis war aber jetzt auch ein Front. Den haben wir nicht kommen sehen. Und ich hätte es jetzt gerne gehabt, dass Luis und Melody eigentlich das Team sind. Das wäre auch funny geworden. Ja, okay, es bringt noch mal ein bisschen Spice rein. Ich hoffe einfach irgendwie, vielleicht ist es jetzt so eine Zwischenetappe und die Teams wechseln einfach irgendwann zurück. Aber mal gucken, also irgendwie, ich bin weiterhin verwirrt und bin noch nicht ganz, frag mich, wie das Finale aussieht. Was wird da passieren? Wir werden es vielleicht irgendwann herausfinden, Leute. Und bleiben weiter gespannt und ich hoffe, euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare, hier auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.